Worauf muss man eigentlich achten, wenn man die Schutzfolie vor ein Samsung Fold Handy tauschen will? Dieses Samsung Galaxy Z Flip 3 hat das Problem, dass die Folie in der Mitte Blasen wirft und auch wenn man die Blasen mit einem Rakel wegstreicht, kommen diese sofort wieder zurück. Das Ganze lässt sich nur beheben, indem man die Folie austauscht. Die Folie einfach wegzulassen ist aber keine Option, da sich sofort Kratzer im Display bilden, die man nicht mehr wegbekommt. Bevor man mit dem Aufbringen der neuen Folie beginnen kann, muss das Display so gut es geht gereinigt werden. Es darf sich kein Staubkorn mehr darauf befinden. Direkt nach dem Aufbringen ist es noch völlig normal, dass sich noch ein paar Blasen unter der Folie befinden. Die sollten die nächsten paar Tage automatisch verschwinden. Wichtig ist nur, dass er das Gerät die ersten 2-3 Stunden nicht zusammenklappt, sonst kann sich die Folie in der Mitte wieder lösen. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, aber warum sollte ich die Folie überhaupt tauschen? Kann ich nicht einfach die Blasen ignorieren und das Gerät weiter nutzen? Nein, das kannst du nicht. Als Beispiel habe ich hier ein defektes Faltdisplay und wie man hier sieht, hat es in der Mitte einen Riss. In diesem Fall ist der Schaden zustande gekommen, indem Staub unter das Display reingekrochen ist. Durch das ständige Auf- und Zuklappen wurde der Staub eingezwickt und hat daraufhin zum Displayschaden geführt. Deswegen würde ich empfehlen, sobald du Blasen unter deiner Folie hast, lass die Folie tauschen oder tausch diese selbst. Wie du gesehen hast, ist der Vorgang nicht so schwierig, es erfordert jedoch etwas Zeit, das Ganze vernünftig und blasenfrei hinzubekommen.